Okay. Ich krieg keinen Drop, den was ich mal irgendwie verwerten könnte. War nur irgendwas Sinnloses oder nicht für meine Klasse bestimmt. Weiter. Da sind definitiv noch Gegner. Okay. Let's go. Muss doch jetzt irgendwo weitergehen hier. So nicht. Hier wahrscheinlich irgendwie da so große Halle und dann okay. Okay, wir kommen von hier aus schon mal nicht in diese große Halle.
super. Wird nur zu einer Truhe. Ah, da hinten ist ein großer Raum. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich da irgendwie hinkommen. Okay. Königliche Truhe, das schaut nach einem Boss aus. Ja, Minotaurus. Alter, Alter, macht der Schaden. Scheiße. Die Tür ist verschlossen. Ja, geil, die Tür ist verschlossen. Ja, super. Das dann kann ich ihn nicht mal. Boah, nicht schon wieder. Fuck, ey. Voll der Hardcore Ruckler gerade. Ich muss euch loswerden, ey. Ihr seid scheiße. Nervt's gerade voll. Alter. Ich darf dir keinen Ansturm geben. Oh, das war knapp. Yes. Sehr, sehr schön. Alter, was ist denn da alles da? Noch mehr kannst du nicht halten. Fängt der schon mal schon wieder an. Jetzt muss ich nochmal kurz zurück. Ich muss nochmal zurück, muss mein Loot. Ich brauche mein Loot. Sei gegrüßt, Reisender. Alter, geil. Die schauen voll übertrieben aus. Alter Verwalter. Feuerschaden. Das sind Schwäche. 15% plus 3 Bonusschaden. Ne, das sind auch noch Schwäche. 9 Rüstung. Können wir dann gleich mal gucken. Was kommt denn das? Groß. Ja, Giftwiderstand habe ich ja dann fast gar keinen. Mal alles in die Truhe schmeißen. Auf Wiedersehen. Wie kann ich dir helfen? Beehre mich bald wieder. So. Guten Tag.
nur auf Waffen erweitert werden. Kann nur Torso-Rüstungen. Kann nur Schilde, kann alle Rüstungen, Blutwiderstand, Giftwiderstand eher nicht. So schlecht, theoretisch. Auf Wiedersehen! Ah, das kann ich wieder nicht drauf tun, das verstehe Deine ich. Sachen werden verstaut und transportiert. Reise mit leichtem Gepäck. Naja, egal. Schnell wieder zurück zum Boss. Weiter looten. Looten! Wir brauchen Loot. Wir brauchen Loot. Wir brauchen ganz viel neuen Loot. Das war jetzt dann nicht der überreichste Loot, aber immerhin. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal irgendwie voll der heftige Boss. Ernsthaft? Okay. Einer ist weg. Zweiter ist weg. Ach komm ey, der ist ja einfacher als wieder Minotaurus. Hätte ich mir schon Wunder erhofft, was jetzt da kommt, oder was? Mystische Kugel. Alter, Loot! War einen dicken Loot hat er dabei. Obsidianhelm. Geiler Scheiß. Ah, Hallöchen. Du hast ihn vernichtet. Ich habe von meinem Versteck aus alles gesehen. Es war erstaunlich. Ich kann noch immer nicht glauben, dass ein Sterblicher es geschafft hat, einen Telkine zu erledigen. Leider gab es keine Möglichkeit, ihn davon abzuhalten, den Kanal zu zerstören. Jetzt sind wir von den Göttern abgeschnitten. Sie können unsere Schreie nicht hören und sie können uns nicht helfen, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Wenn es keinen Weg mehr gibt, die beiden Reiche zu verbinden, dann fürchte ich, dass die Menschheit der Monsterplage kaum etwas entgegensetzen kann. Bitte gehe nach Ägypten. Suche dort den Mann namens Imhotep. Er ist ein Weiser des Ordens des Prometheus. Er weiß mehr über die Natur des Kanals als jeder andere Sterbliche. Er ist vielleicht unsere einzige Hoffnung. Du findest ihn in der Stadt Rakotis. Nimm mein Schiff. Es ankert in der Nähe im Fluss. Alles klar. So. Alter. Ich hätte gerne die komplette Rüstung davon. Das ist voll geil. Das ist aber richtig nice.
Warum kann ich das da nicht drauf tun? Das verstehe ich nicht. Oder brauche ich da jetzt schon stärkere und Däne quasi, um die da drauf zu verzaubern? Aber die Rüstung ist ja echt richtig, richtig geil. Boah, ich hätte die gerne komplett. Boah, das wäre voll cool. Schau ich aus wie so voll der komische Science-Fiction-Baba. Oh Mann. Ja. Ab nach Ägypten. So. Jetzt sind wir von Griechenland nach Ägypten. So, hallöchen. Sei gegrüßt, Reisender. Ich bin Imhotep. Der ehrenwerte Phädrus hat deine Taten gelobt und mich von deiner Ankunft unterrichtet. Selbst die Helden in den Legenden hätten in einem Telkine vielleicht ihren Meister gefunden. Und doch feierst du einen Triumph, wo andere versagt hätten. Griechenland ist nicht das einzige Land, das von Monstern und anderen unnatürlichen Kreaturen geplagt wird. In Ägypten herrscht ebenfalls das Chaos. Der Pharao ist aus dem Palast geflohen und versteckt sich nun. Nicht einmal ganze Heere können die Monster aufhalten. Ohne die Götter stehen wir auf verlorenem Posten. Tod und Sklaverei sind unsere Zukunft. Ich kenne einen Weg, wie wir das göttliche Reich kontaktieren können. Und das, obwohl der Kanal zerstört wurde. Es gibt eine alte Beschwörungszeremonie, mit der wir vielleicht die Götter rufen können. Du musst zur großen Bibliothek von Rakotis gehen und die Schriftrolle der Beschwörung finden. Ich kann dich dabei nicht unterstützen, denn ich bin kein Krieger. Ich habe dringende Geschäfte in Sais zu erledigen. Sobald du die Schriftrolle hast, musst du sie mir dorthin bringen. Ich werde im Tempel des Ptah sein. Alle unsere Hoffnungen ruhen nun auf dir. So. In Griechenland sind auch Monster? Also sind sie überall. Aber so schlimm wie hier kann es nicht sein. Das ist nicht möglich. Ja, wir haben es ja schon dezimiert, also von dem her nicht mehr so schlimm. Was? Brauchst du etwas? Ich muss mal hier ein bisschen was einlagern. Bis dann! Seltsame Neuigkeiten reisen in diesen Tagen auf den Straßen. Man sagt, die Monster sind nichts verglichen mit dem, was noch vor uns liegt. Es gibt Geflüster über einen alten Zauberer, mächtig und grausam, der in unser Land gekommen ist. Weißt du, wie sie ihn nennen? Telkine nennen sie ihn. Sie sagen, er war hier in Rakotis und ist dann den Nil hochgefahren. Okay, ja, da gibt's einen Dingsbumshändler. Ja, hier ist nichts. Ich bräuchte mal einen Waffenhändler oder sowas. Im Reich der Götter sind die Dinge für immer so, wie sie sind. Wenn der Tag zu Ende geht, steigt Atum-Ra, Gott der Sonne, vom Himmel herunter. Im Boot von Maat muss er dann durch die schlammigen Wasser der Nacht fahren, denn ohne Boot würde er in dunklem Wasser ausgelöscht. Und dort lauert Apep, die Riesenschlange von Anbeginn der Zeit. Während Ra passiert, springt Apep hervor und versucht, den Sonnengott mit seinem riesigen Gebiss zu verschlingen. Aber glücklicherweise ist Ra stark und in seinem Boot fährt ein Heer aus Göttern, die mit der Monsterschlange kämpfen, sie verdrängen und sicherstellen,
dass die Sonne wieder aufgeht, wenn ein neuer Tag anbricht. Alles klar. Ich suche immer noch einen Händler. Nee, da geht's raus. Da geht's raus. Da will ich noch nicht raus. Ich dir erstmal einen Händler. Ah, hier, Mann. Reisender, komm und schau dir meine Waren an. Den Stärke. Oh, 21 bis 50. Also das ist schon heftig, die Skalierung davon. Trotzdem Schwäche. Ja, okay. Vielen Dank. So. Nun, Leute, ich würde jetzt sagen, wir lassen es doch heute mal wieder gut sein. Ich habe jetzt auch schon wieder über 3 Stunden gespielt. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal über ein Follow oder sonstiges. Alles, was halt unter dem Stream ist, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut raus und bye bye. Muss ich kurz noch schnell das Fenster öffnen? Jawohl, let's go! Quest. Geiler Scheiß. Cooler, geiler Krieger. Bam, los geht's! Hab ich jetzt Bock drauf einfach. Ich hab jetzt da keine Lust, da Ewigkeiten umeinander zu dingsen. Wenn's da eh nicht vorwärts geht. So, eine Quest. Hier ist es nicht sicher. Die Stadt wurde überrannt. Wir halten hier nicht mehr durch. Ich muss hier stehen und Wache halten. Doch, ach, wenn ich nur mein Schwert hätte. Das Familienerbstück, alles klar. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt zuletzt war. Ah ja, genau, wir sind von da gekommen. Genau, wir hatten auch schon beim Händler geguckt, ob er, glaube ich, bessere Waffen hat. Aber ich glaube, der hatte nichts. Wir gucken jetzt einfach nochmal. Reisender, komm und schau dir meine Waren an. Naja, der Grundschaden wäre schon mal höher. Das Problem ist, dass das andere ja noch einen Bonusschaden drauf hat. Und dadurch hat höheren Schaden noch verursacht. 30 bis 46, Alter. Richtig heftig. Jacke plus 4, Angriffsqualität. Er könnte theoretisch sogar mehr Schaden verursachen. Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht mehr Schaden als das hier. Das ist echt krass. Weil das ja prozentual gestärkt worden ist. Kältewiderstand. Nehmen wir das hier. Das ist wie mein Helm. Glaube ich jetzt nicht. Jetzt von den Werten her, aber. Feuerblitz und nehmen es wieder. Da. Okay. So. Also. Du bist immer willkommen. Nicht wirklich besser. Da soll mir recht sein. Oh, Tigermenschen. Oder Luchsmenschen. Oder was auch immer das ist hier. Schakale. Entschuldigung, wir sind in Ägypten. Da. Kann man das zumindest mal an nur auf Rüstungen, kann auf Ringen und Amuletten verzaubert werden. Ich kann es nicht. Doch auf das.
Okay. Okay. Da. Das ist jetzt da vorbeigelaufen. What the hell? Schaut voll strange aus, wenn die da davon laufen. Oh Gott, der schaut da richtig strange aus. Ja, so macht mir das schon mal richtig Spaß jetzt mit dem Krieger, jetzt wo er so ein bisschen schön gepowert ist. Das ist richtig geil. Ja, durch den Ansturm, den was ich ja mal geskillt habe, kann ich ja jetzt halt auch langsame Waffen führen und dadurch schneller zuschlagen. Ich schlage zwar am Anfang noch langsam zu, wird aber dann immer schneller. Da oben rum. Da ist noch was. Geschicklichkeit. So viel Geschicklichkeit habe ich nicht. So viel Geschicklichkeit habe ich nicht. Okay. Bam. Und da sind wir gekommen. Alter, dicker Skorpion. Let's go, bam. Jetzt habe ich einen grauen Gegenstand aufgehoben. Okay, da ist nichts mehr. Irgendwie ein klein wenig überpowered gerade, was ich ziemlich lustig finde. Das finde ich doch mal sehr schön. Oh, noch mehr. Dicke Scorpies. Ich hatte einfach nur durch die Gegner durch mehr. Das ist so geil. Das ist einfach geil. Das macht Spaß. Bam.
Okay. Oh, oh. Oh, da ist das Familienschwert. Haha, geil. Mal die Nebenquest erledigt. Das ist doch geil. Das ist doch schön. So gefällt mir das. Weil die einfach mal so nebenbei mitmacht. Oh. Ja, stopp. Schade. Ich habe mich schon gefreut, dass ich mal einen guten Loot krieg. Geschicklichkeit, überall Geschicklichkeit, Stäbe, Intelligenz, das habe ich halt alles nicht. Das ist auch nichts. Auch nicht wirklich was. Nee. Nicht wirklich. Giftwiderstand. Warum kann ich den da nicht drauflegen? Also Giftschaden kann auf allen Waffen verzaubert werden. Aber nicht auf blauen. Finde ich so dämlich, dass das nicht geht. Hier drauf.